Jo, moin Pyrus. Ihr seht es bestimmt hier, aber es schneit. Und das bleibt auf jeden Fall auch richtig liegen hier. Das hat gerade angefangen. Und das wird noch einige Zentimeter hier noch geben. Und das nehme ich natürlich jetzt zu Anlass, um wieder eine Kleinigkeit zu zünden. Ich bin jetzt gerade noch unterwegs, werde euch vorstellen, was ich anzünden werde. Und heute Abend, wenn es dann dunkel ist, da liegt auch bestimmt noch mehr Schnee. Und da wird eine Kleinigkeit gezündet. Dann macht viel Spaß, Pyrus. Wir haben unseren Tannenbaum stehen und ich habe ja gesagt, ich kann mir jetzt vorstellen, was wir gleich zünden werden im Schnee. Und zwar sind das Mini-Knatterblitze von Weco. Die habe ich noch, glaube ich, vom letzten Jahr auf dem Set, das müsste aus dem Lidl gewesen sein, übergehabt und die werde ich jetzt auf jeden Fall dann zünden dafür. Also das Ganze jetzt auch mal los. So, es ist jetzt auch ordentlich im Schneien. Da sieht man jetzt nicht so viel, aber ist ja egal. Gut, dann geht es dann jetzt auf den Weg zum Zünden. Da sieht man jetzt ein bisschen. Naja, gut. Egal, dann fahren wir jetzt zur Location und werden dann da zünden. Vor der Tür. Der ist ein bisschen höher hier gelegen. Ist auf jeden Fall richtig krass. Und wir schneiden immer weiter. Wir werden jetzt gleich die Tür zünden. So, zünden wir die mal. Ich schneide hier echt ordentlich. Ich mache erstmal einen. Da ist noch 20 Stück drin. Wow. Kurz an und aus, ist das denn? Wieder so ein Fehl oder was ich jetzt mache. Zwei Sterne, das war's. Also die Dinger, ich weiß nicht, in welchem Set die drin waren. Ich glaube, letztes Jahr in Lidl, in diesem F1 Sortiment, was die da hatten. Also wenn die wirklich jetzt so sind,
allem Dinger, von der zweiten Fährschale, aber die gehen ja gar nicht. Also das ist ja wirklich purer Scheiß. Der letzte. Ne, also mal gut, dass ich als Kind halt hatte die Dinger, da waren keine Ahnung wie viele Sterne drin. Heutzutage ist ja absolute Frechheit. Naja, gut, würde ich sagen, was mit diesem Video von bis zum nächsten Mal.